OE24 Special Report. Das Thema des Tages. Breaking News. Wir begrüßen Sie gleich mit Breaking News zurück und das aus gutem Grund. Und ich begrüße recht herzlich Rechtsanwalt Florian Höllwarz bei uns im Studio. Vielen Dank auch jetzt für Ihr Kommen. Und natürlich Alexandra Scheer, auch Ihnen ein großes Dankeschön. Gerne. Und natürlich aus gutem Grund, denn nachdem man hier bereits ein sehr erfolgreiches Volksbegehren auch gegen die Impfpflicht gestartet gehabt hat, gibt es ein weiteres Thema, was Ihnen beiden besonders am Herzen liegt. Denn ab 1.1.2024 ist die Gießgebühr nicht mehr zu bezahlen, allerdings nicht, dass wir kein Geld mehr in die Hand nehmen müssen, sondern ab dann wird auch die Haushaltsabgabe des ORFs schlagend. Egal, ob wir ein Fernsehgerät oder dergleichen zu Hause haben, wir müssen einfach dafür in die Tasche greifen. Jetzt darf ich gleich bei Ihnen anfangen, Herr Höllwarz. Sie finden das alles andere als gerecht. Ich finde es nicht gerecht und es findet den Großteil der Bevölkerung auch nicht lustig. Zumal, wie Sie richtig gesagt haben, ab 1.1.24 jeder Haushalt verpflichtet wird, eine Haushaltsabgabe zu bezahlen, unabhängig davon, ob er ein Rundfunkgerät in Anspruch nimmt oder es verwendet. Und nicht nur, dass der Gesetzgeber hier auf die Möglichkeiten wie bei Netflix mit Abo-Versionen verzichtet, ist auch jeder offensichtlich davon betroffen, die Haushaltsabgabe jährlich zu bezahlen. Das betrifft natürlich auch Menschen, die sich das nicht leisten können und auch Menschen, die nicht einsehen, warum sie für etwas bezahlen müssen, was sie nicht in Anspruch nehmen. Jeder Haushalt ist davon betroffen, aber nicht nur jeder Haushalt, sondern es ist ja eigentlich eine Doppelabgabe, weil auch jeder Unternehmer für seine Mitarbeiter das zahlen muss, also für Personen, die eh schon eine Haushaltsabgabe zahlen. Und das hat den Kollegen Alexander Scheer und mich dazu bewogen, dagegen vorzugehen und die Bevölkerung oder die Teile der Bevölkerung einzubeziehen, um dagegen etwas zu unternehmen. Welche Schritte haben Sie jetzt gesetzt oder werden Sie setzen, damit man dem Volk oder der Bevölkerung auch die Möglichkeit gibt, etwas dagegen zu tun? Also zum einen ist es so, dass wir auch ab Jänner 2024 uns natürlich um die diversen Bescheide, die kommen werden, kümmern werden. Das ist ein weiteres Projekt, das wir machen werden. Mhm. Das heißt, es wird ja tatsächlich so sein, dass diese Haushaltsabgabe vorgeschrieben wird und dass dann die Leute 180 Euro im Jahr zahlen müssen und das zum Teil mit einer Einmalzahlung. Und das ist in Zeiten der Inflation und des Klimabonuses, der 150 Euro ist natürlich schon sehr interessant, dass man da die Leute schröpfen will, obwohl sie das Produkt nicht beziehen. Wir sind aber einen Schritt weiter gegangen. Wir haben uns gedacht, Österreich ist ja letztlich ein demokratisches Land und warum fragt man nicht die Österreicher, ob sie den ORF eigentlich in dieser Form haben wollen? Weil es ist ja lustig, der Verfassungsgerichtshof hebt ein Gesetz auf und sagt, es ist verfassungswidrig, dass man online gratis schauen darf und der Gesetzgeber führt dann die Haushaltsabgabe ein. Bedeutet also, dass man hier nicht drüber nachdenkt, dass man sagt, gut, dann wird halt auch der Online-Stream kostenpflichtig wie mit GIS, das heißt jeder GIS-Bezieher bezieht, sondern man macht die Haushaltsabgabe. Und wir haben gesagt, das geht so nicht. Wir möchten, dass die Österreicher gefragt werden, ob sie den ORF in der Form haben. Jetzt gibt es hier das Instrument der Volksbefragung oder Volksabstimmung. Volksabstimmung geht deshalb nicht, weil da braucht man ein Gesetz. Volksbefragung können wir als normale, einfache Bürger nicht veranlassen, sondern es kann nur der Nationalrat. Und somit haben wir einen Schritt weiter gedacht aus der Erfahrung der Impfpflichtsgeschichte, wo wir ja auch ein Volksbegehren gestartet haben, dass wir jetzt ein Volksbegehren starten. Das heißt ORF, Volksbefragung jetzt, ist übrigens auch schon online, man kann also unter ORF-volksbefragung.jetzt sich da ein bisschen erkundigen, da werden unsere Vlogs etc. sein, dass man also über ein Volksbegehren den Nationalrat dazu bringt, darüber nachzudenken, dass man eine Urabstimmung macht über den ORF. Da gibt es drei Fragen. Wir sagen, wollt ihr eigentlich noch den staatlich finanzierten ORF? Wenn ihr den wollt, wolltet ihr den mit Haushaltsabgabe oder soll er hier in Form einer Budgetierung, also durch den Staat finanziert, damit nicht jeder einzeln geschöpft wird, sondern das einfach verteilt wird. Der Hintergrund dieser Frage ist, weil man ja immer bedenken muss, dass der ORF nicht nur die Haushaltsabgabe hat, also nicht nur staatliche Finanzierung, sondern ein Drittel seines Budgets ja auch als Werbeeinnahmen hat. Und man muss auch schauen, zu welchem Zweck ist denn der ORF notwendig und braucht man ihn auch noch. Und es gibt da viele Leute, die meinen, er ist nicht mehr notwendig. Der öffentlich-rechtliche Auftrag wird eigentlich nicht erfüllt in den Kernsendern, natürlich ORF 3 und Ö1 vielleicht schon, aber in den anderen Punkten nicht.
Und deshalb, warum soll ich dafür zahlen, obwohl ich ihn nicht konsumiere? Und diese Kernfrage wollen wir einfach die Bevölkerung über das Volksbegehren fragen. Das Volksbegehren ist ab wann zu unterzeichnen? Ab heute schon? Das Volksbegehren ist vom Bundesministerium für Inneres bereits bewilligt worden. Mhm. In lustiger Weise sind die Volksbegehren nunmehr nicht in chronologischer Reihenfolge des aktuellsten Volksbegehrens aufgelistet, sondern das aktuellste Volksbegehren ist an letzter Stelle aller bisher eingebrachten Volksbegehren. Ich weiß nicht, ob das System ist oder ob das ein Irrtum ist. Auf jeden Fall, wenn man auf die Seite des Bundesministeriums für Inneres geht, Volksbegehren eingibt, sind alle aktuellen Volksbegehren aufgelistet. Und das letzte Volksbegehren, das ist das aktuellste, nämlich das von uns, ORF Volksbefragung.jetzt. Da kann man dann mittels Handysignatur auch bereits seine Unterstützung abgeben, weil, wie wir wissen, man benötigt ca. 8.500 Unterstützungserklärungen, um das Volksbegehren einreichen zu können. Und ab 100.000 Unterschriftserklärungen muss sich der Nationalrat grundsätzlich damit befassen. Wir wissen aber, dass natürlich eine viel höhere Anzahl an Unterstützungserklärungen im Einleitungsverfahren notwendig sind, damit sich auch tatsächlich der Nationalrat damit befasst. Sie werden ja diese Volksbefragung auch nicht einfach so starten. Ich nehme an, Sie haben ja schon einiges wahrscheinlich auch von Ihren Klienten und auch Ihrem Umfeld dazu zu hören bekommen, wo Sie gesagt haben, nein, da müssen wir jetzt auch als Anwälte, wir wissen, worum es in dieser Materie geht, etwas tun. Ja, das ist richtig. Wir haben, also seitdem diese ganze Haushaltsabgabe beschlossen worden ist, irrsinnig viele Rückmeldungen bekommen von Leuten, die einfach sagen, ich zahle das nicht und da gehe ich lieber ins Gefängnis und so, was man nicht muss. Ja. Aber es gibt durchaus ein großes Raunen in der Bevölkerung, die damit nicht einverstanden sind, weil es einfach doch ein fragwürdiges Element ist, für etwas zu zahlen, was ich nicht konsumiere. Bei der GIS kann ich es mir einreden lassen, weil bei der GIS habe ich gesagt, okay, ich will ihn konsumieren, deshalb zahle ich. Ich habe einen Fernseher, deshalb zahle ich. Ja. Aber jetzt Leute, die das... Ich habe Leute, die haben 30 Jahre lang kein Fernsehgerät mehr angeschaut, ja, und die sagen, wozu soll ich das zahlen? Und dann haben wir uns überlegt, wie können wir dagegen vorgehen? Und wir haben schon ein bisschen ein Problem, weil dieses Gesetz ist in einigen Punkten sicher fragwürdig. Also ich möchte da jetzt gar nicht so in die Tiefe gehen, warum, aber es gibt einige Punkte in diesem Gesetz, die durchaus hebbar sind, auch beim Verfassungsgerichtshof. Aber generell ist es schon so, dass so eine Haushaltsabgabe in anderen Ländern gibt. Das heißt, beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, Europäischen Gerichtshof wird das nicht unbedingt anschlagen, das bekämpfen. Beim Verfassungsgerichtshof unter Umständen. Aber deshalb müssen wir über die demokratische Ebene gehen. Es geht nicht darum, ob es das verfassungswidrig ist oder nicht, sondern es geht in der Demokratie darum, ob die Bevölkerung das will. Und ich meine, nehmen wir die Schweiz her. Die Schweiz lässt über jeden Gartenzaun abstimmen, unter Anführungszeichen. Und bei uns hat halt diese direkte Demokratie keine große Bedeutung. Wenn es aber in Zeiten der Inflation und Rezession, also eigentlich eine katastrophale Situation, Leuten geschröpft werden für ein Produkt, das sie gar nicht haben wollen, dann sollte man schon im Rahmen der Demokratie diese fragen. Und das Problem ist natürlich, ich kann keine Volksbefragung machen. Ja? Ich kann nur die Leute dazu auffordern, das Volksbegehren zu unterstützen, damit der Nationalrat darüber nachdenkt, dass er eine Volksbefragung macht. Und ich gebe zu, ich meine, vor 59 Jahren, genau in der Woche von 59 Jahren, hat der Hugo Bratisch sein Rundfunk-Volksbegehren gemacht. Ja? Und da ging es ja darum, Entpolitisierung des ORF. Wenn man bedenkt, das war vor 59 Jahren, und heute haben wir dieselben Probleme. Wir haben die Geschichte mit dem Sora-Institut, das plötzlich da als großer Hochrechter der Nation auftritt und dann sich für die SPÖ quasi in den Wahlkampf hineinwirft. Ja, wir haben in Niederösterreich den ÖVP-besetzten Landesdirektor gehabt, der politmäßig eingewirkt hat und der jetzt abgesetzt worden ist. Aber das zeigt man, dass diese politischen Eingriffe natürlich da sind und das schadet auch dem ORF. Ja? Und das kann ich mir schon vorstellen, dass da einige Leute sagen, sowas wollen wir nicht mehr finanzieren. Und aus dem Grund braucht es einmal eine Frage an das Volk, wollt ihr das und wenn ihr es wollt, wie wollt ihr es haben? Auch ich habe in meinem Umfeld schon viel Kritik zu dieser Haushaltsabgabe gehört. Inwiefern beschäftigt sich der Nationalrat? Er muss sich beschäftigen, nachdem es, also wenn es über 100.000 Unterschriften gibt. Aber haben Sie den Eindruck, dass sich auch die österreichische Innenpolitik tatsächlich dann mit diesen Wünschen auch der Österreicherinnen und Österreicher auseinandersetzt? Ja, also zum einen anschließend, was der Kollege gesagt hat, was schon wichtig ist zu erwähnen, es geht da nicht um ein ORF-Bashing, sondern es geht um die Feststellung, ob die Qualität, die der ORF liefert,
in großen Teilen der Öffentlichkeit erwünscht ist. Das ist das eine. Und der Nationalrat, wir wissen, beim Verfassungsgerichtshof hat es jetzt eine öffentliche Verhandlung gegeben hinsichtlich der Unabhängigkeit, der Frage der Unabhängigkeit des ORF, weil wir wissen, wie der Stiftungsrat und der Publikumsrat im ORF aufgeteilt ist. Und insofern hätte der Nationalrat derzeit, wenn sich nichts ändert, wohl kein Interesse daran, etwas zu ändern. Aber wir haben, man darf nicht vergessen, eine Europawahl nächstes Jahr und eine Nationalratswahl anstehend. Und aus diesem Grund heraus und im Hinblick der Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs wird dem Nationalrat wohl es nicht egal sein, wie so ein Volksbegehren ausgeht. Und wie das Wort schon sagt, Volk ehren. Letztendlich sollten vielleicht auch die politischen Parteien und die Koalitionsparteien oder der Nationalrat schon ein bisschen wieder auf den Boden der Realität zurückkommen und die Entscheidungen des Volkes sozusagen exekutieren, wenn man so sagen will, und nicht aus einer parteipolitischen Intuition heraus oder aus einem Machtgefüge heraus, wie es derzeit letztendlich stattfindet. Immer wieder hat man auch gehört, also abgesehen von GIS-Befreiungen, aber Personen, die sich da ein bisschen auch herausgeschlungen haben und die GIS-Gebühren zum Beispiel nicht gezahlt haben. Was passiert ab 01.01.2024, wenn man die Haushaltsabgabe nicht zahlt? Ja, es ist eine Verwaltungsstrafstatbestand und der kann bis zu, ich glaube, über 2000 Euro Strafe kann das bedeuten, zusätzlich zu der unnötigen 180 Euro Strafe. Es ist also tatsächlich ein Verwaltungsstraftatbestand und den muss man dann bekämpfen. Und da werden wir sicherlich auch den Leuten helfen. Es ist auch die große Frage, es gibt gerade so eine Situation, die Leute, die noch nicht bei der GIS gemeldet sind, also offiziell noch gar nicht aufscheinen, die haben jetzt mehr oder weniger, zumindest so wird es kolportiert, die Verpflichtung, sich einzutragen. Das halte ich alles für höchst fragwürdig und ich bin noch nicht ganz abschließend bei dem Gedanken. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch, aber ich weiß nicht, ob ich vielleicht nicht sogar sagen werde, dass die Leute sich vor dem 31.12. mal grundsätzlich alle abmelden sollen von der GIS, weil die GIS ja nicht mehr gilt. Und dann soll der Staat einmal feststellen, was ein Haushalt ist. Weil wir kennen ja, ich meine, dem Österreicher und sein Meldewesen, jedem Österreicher ist das Meldewesen heilig, aber es gibt Doppelmeldungen, es gibt überhaupt Leute, die ungemeldet sind, es gibt Leute in Häusern und eben wo andere Leute gemeldet sind. Und die große Frage wird dann sein, wie kann man eigentlich feststellen, was ein Haushalt ist? Ja, weil derzeit steht da drin in jedem Haushalt. Aber was ist ein Haushalt? Eine weitere Frage wird auch sein, es ist auch im höchsten Maße fragwürdig, dass der Stiftungsrat, der eigentlich der Aufsichtsrat des ORF ist, quasi die Höhe bestimmt. Das ist quasi ein privater Aufsichtsrat, der bestimmt plötzlich eine Abgabe. Ja? Also es gibt da einige Fragen, die noch völlig ungeklärt sind und klassisch in der österreichischen Politik oder vor allem in der österreichischen Logistik völlig undurchdacht sind. Damit werden wir uns auch beschäftigen. Ja? Und natürlich auch mit der Frage, was passiert, wenn ich diese Gebühr nicht bezahle. Ja? Es gibt ja auch diese absurde Idee, dass man die einmalig zahlen muss und wenn man sie nicht einmalig zahlt und in Raten zahlt, Nachteile hat, weil das geht nur über Einziehungsauftrag und Leute so Sachen. Das ist ja absurd. Völlig absurd. Ist es überhaupt legitim, auch sowas unter solch hohen Auflagen einzufordern, einmal im Jahr? Das ist für viele Österreicherinnen und Österreicher momentan gar nicht machbar. Die Teuerungen haben voll zugeschlagen. Es gibt andere Zahlungen, die auch zu leisten sind. Ist das eigentlich der Normalbevölkerung, dem Normalbürger zumutbar, finden Sie? Also einem Großteil der Bevölkerung mit Sicherheit nicht. Ja, weil wenn man sich nur ein bisschen informiert und ein bisschen umschaut in der Bevölkerung, so würde ich doch meinen, dass die Menschen derzeit andere Probleme haben, als sich von einer Abgabe derart belasten zu lassen. Und man muss schon auch eines sagen, das neue ÖFHaus, die Haushaltsabgabe orientiert sich am Kommunalsteuergesetz, nämlich hinsichtlich des Unternehmensbegriffes. Und in diesem Kommunalsteuergesetz sind auch Ausnahmetatbestände angeführt, welche Unternehmen nicht von der Haushaltsabgabe betroffen sind. Sondern jetzt erklären Sie mal bitte einem Friseur mit 2 Angestellten oder einem Elektriker oder einem Mechaniker mit 10 Arbeitnehmern, warum der eine Haushaltsabgabe zahlen muss für seine Mitarbeiter, aber die ÖBB beispielsweise nicht, als größten Dienstgeber Österreichs mit über 40.000 Arbeitnehmern. Mhm. Und das sind einfach Dinge,
die sind nicht nur für mich als Juristen oder für einen Kollegen unverständlich, sondern das versteht keiner. Und wenn hier mit der Keule über die Bevölkerung drüber gefahren ist, dann ist es einfach wichtig, dass die Menschen wissen, dass es ein Volksbegehren gibt zur Frage, ob die Bevölkerung überhaupt eine Haushaltsabgabe möchte. Eine Haushaltsabgabe möchte und auch in der Form wahrscheinlich den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ja, oder in welcher Form? Es gibt ja, schauen Sie, ich war selber bis vor 10 Jahren Stiftungsrat. Ich war also Aufsichtsgremium, ein Teil des Aufsichtsgremiums des ORF. Und die Haushaltsabgabe ist ja keine jüngste Erfindung. Vor 10 Jahren oder vor 14 Jahren wurde das schon besprochen. Ja? Und da gab es Überlegungen immer politischer Seite, ob das jetzt gescheit oder nicht gescheit ist, weil die Politiker denken ja immer so, na, bringt das jetzt meiner Klientel was oder nicht? Ja, das ist immer diese absurde Denke, die es da gibt. Und im Stiftungsrat war diese Haushaltsabgabe bereits ein lange Zeit ein Thema. Ja? Und jetzt habe ich die Frage vergessen. Ob es eben darum geht, auf der einen Seite zu sagen, man möchte keine Haushaltsabgabe leisten, aber will man den ORF überhaupt? Genau, das ist der Punkt. Ja. Und es gibt da alternative Methoden. Man könnte ja theoretisch den ORF, wenn die Bevölkerung den ORF haben will, aber nicht selber in die Tasche greifen will, könnte man ja Budget finanzieren. Mhm. Natürlich ist durch eine Budgetfinanzierung der ORF ein bisschen mehr enger geknechtet und dann müsste man sich natürlich darauf konzentrieren, dass der öffentlich-rechtliche Auftrag erfüllt wird. Mhm. Und man muss jetzt ehrlicherweise sagen, der ORF erfüllt zum Teil den öffentlich-rechtlichen Auftrag. Da bin ich völlig dieser Meinung und ich bin auch der Meinung, dass auch sehr viele Mitarbeiter im ORF sehr gute Arbeit leisten. Mhm. Nicht alle, aber viele. Da gehört zum Beispiel eins dazu, eins ist mit Sicherheit Bildungsauftrag. Ja? Es gehört zum Teil auch die ganzen Regionalsender im Radio gehören dazu. Mit Sicherheit ORF 3, Sport Plus, wo die Randsportarten präsentiert werden. Radio Sinfonie, das sind schon Dinge, die durchaus diesen öffentlich-rechtlichen Charakter haben und auch diesen öffentlichen Bildungsauftrag erfüllen. Dafür sollte man ja Geld ausgeben. Teuer sind aber die anderen Sender, die eigentlich quasi sich kaum unterscheiden von den privaten Sendern. Und wir müssen wirklich immer darauf hinweisen, der ORF hat ein Budget von 1 Milliarde Euro. Davon sind 300 Millionen Euro werbefinanziert und 700 Millionen Euro ist eben der über die GIS finanziert worden. Und die Frage ist, wenn ich das Budget finanziere, könnte ich vielleicht, ähnlich wie BBC oder so, einen Sender schaffen, der den öffentlich-rechtlichen Auftrag natürlich verschlankt präsentiert mit so Sendern wie ORF 3 und gute Informationspolitik etc. Aber ich brauche keine, ich weiß nicht, lotteriefinanzierten Bingo-Bongo-Shows oder ich brauche keinen Dancing Stars. Das sollen die anderen machen, das sollen die Privaten machen. Das gehört dorthin, das ist nicht wirklich Bildungsauftrag, ja. Das wäre ein Gedankenmodell, das man natürlich aufstellen müsste, damit man sagt, okay, wir haben einen sehr seriösen öffentlich-rechtlichen Rundfunk und Fernsehen und den Rest sollen die anderen machen. Die Volksbefragung startet auch jetzt. Wie lange hat man die Möglichkeit, auch seine Unterschrift unter diese Befragung zu setzen? Also das Volksbegehren ist bereits zu unterzeichnen. Wir haben eine Vorlauffrist bis Ende des Jahres beispielsweise. Also wir haben hier keine Frist, wie lange das dauern darf. Wir benötigen lediglich diese 8000 Unterschriften. Und wenn man daran denkt, beim Volksbegehren zur Impfpflicht war diese 8000 Unterschriften binnen 48 Stunden erreicht. Und dann verbleibt es sozusagen in unserem Belieben, wann wir das Einleitungsverfahren beantragen beim Bundesministerium. Und das ist in jedem sein eigenes Bedürfnis, das zu unterstützen oder nicht zu unterstützen. Aber man muss sich halt schon im Klaren sein, dass wenn man sich nicht dagegen wehrt oder seine Meinung kundtut, es wahrscheinlich so sein wird, wie der Gesetzgeber es vorsehen wird am 01.01.2024. Und man darf auch nicht vergessen, dass sobald das Gesetz in Kraft ist und der ORF seine Jahresgebühr von 180 Euro einheben kann, der ORF wahrscheinlich kein, weiß Gott, wie großes Interesse mehr hat, sich seinen Spielplan des ORF beeinflussen zu lassen. Und daher gibt es für die Bevölkerung nur eine bestimmte Anzahl der Möglichkeiten, die direkte Demokratie auszuüben. Und dazu zählt einmal ein Volksbegehren und natürlich in weiterer Folge die Volksbefragung. Das ist ja das große Ziel, neben natürlich den Wahlmöglichkeiten, beispielsweise bei der Nationalratswahl. Also es ist natürlich jeder eingeladen, sich daran zu beteiligen und
Mal schauen, was rauskommt am Ende des Tages. Mal schauen, was rauskommt. Ich darf auch kurz... Darf ich noch was sagen? Ja. Also wichtig ist, ja, wir haben jetzt bereits eine Homepage, die heißt www.volksbefragung.jetzt, also OF-Volksbefragung.jetzt. Dort sieht man, dort kriegt man einen direkten Link auf die Seite vom Bundesministerium für Inneres, wo man dann auf der ganz unten gescrollten Seite bei OF-Volksbegehren.jetzt unterstützen kann. Das ist die eine ganz wichtige Sache. Und man sieht auch unsere Vlogs, weil wir werden in den nächsten Wochen und Monaten über diese Seite auch und über unsere YouTube-Kanäle auch ein bisschen was über den OF, über die Interne, weil die wenigsten Leute kennen ja den OF, wie der aufgebaut ist, was da für handelnde Personen gibt, was das Problem zum Teil im OF ist. Das werden wir in weiterer Folge auch kundtun, damit die Leute breite Meinungsbildung haben, um dann sich zu entscheiden, ob sie den OF eigentlich noch haben wollen oder nicht. Aber wichtig ist jetzt einmal, dort das Volksbegehren zu unterzeichnen. Wir brauchen viele, eine breite Mehrheit der Leute, die sagen, ja, wir wollen über die Frage diskutieren. Egal, ob ich dafür oder dagegen bin, aber wir sollten es einmal wirklich als eine Urabstimmung den Österreichern in die Hand geben. Ja. Um damit auch ein Stimmungsbild einzufangen, was wollen die Österreicherinnen und Österreicher tatsächlich ab dem 01.01.2024 ist eine Haushaltsabgabe zu bezahlen, ob man ein Fernsehgerät hat, ob man die ORF-Programme tatsächlich nutzt. Das muss nicht sein, das soll nicht sein und das soll auch in Zukunft im Nationalrat dank Alexander Scheer und Florian Höllwarth auch besprochen werden. Dann sagen wir vielen lieben Dank für Ihr Kommen, vielen lieben Dank für die Informationen. Sie bekommen mehr Informationen auch im Internet und vergessen Sie nicht, wenn Sie bei dieser Befragung mitmachen wollen, bei diesem Volksbegehren, dann unbedingt bis nach unten hin scrollen, denn wie wir jetzt gehört haben, die neuen Anträge, die findet man jetzt beim Bundesministerium ganz unten. Noch einmal ein großes Dankeschön an Alexander Scheer und auch an Florian Höllwarth. Und um gegen die Teuerungen etwas zu tun, da arbeiten Filoro und OE24 TV zusammen. Wir kommen jetzt zu unserem großen Filoro-Gewinnspiel. Filoro präsentiert der große Goldgewinn auf OE24 TV. Gewinnen Sie mit OE24 TV jetzt das halbe Kilo Filoro Goldbarren im Wert von fast 30.000 Euro. Der große Goldgewinn auf OE24 TV. Präsentiert von Filoro. Viel Gold, viel Zukunft. Und wir sind auch schon wieder in der nächsten Runde unseres großen Filoro Goldgewinnspiels. Und das bedeutet auch in dieser Stunde wieder eine neue Frage, vielleicht auch Ihre Frage zum Glück. Denn wir stellen Ihnen jede Stunde eine Frage und bereits bei der ersten richtigen Antwort haben Sie die Möglichkeit, heute als großer Tagessieger oder große Tagessiegerin auch hervorzugehen. Aber je mehr richtige Antworten Sie haben, desto größer auch die Wahrscheinlichkeit. Und die Frage der Stunde lautet hiermit, die haben wir gleich eingeblendet. Wie heißt das größte Organ im menschlichen Körper? Ist das A, das Herz oder B, die Leber? Ist das C, die Haut oder doch D, das Gehirn? Wie heißt das größte Organ des menschlichen Körpers? Ist das A, das Herz? Ist das B, die Leber? Ist das C, die Haut oder doch D, das Gehirn? Jetzt heißt es, sich nicht nur die richtige Antwort zu merken, sondern vor allem den Buchstaben zur dazugehörigen richtigen Antwort und dann schon das Handy gezückt und dann schicken Sie uns bitte eine SMS mit Ihrem Namen und der richtigen Antwort bzw. dem richtigen Buchstaben an 0670 800 9000, also die Nummer zum Glück 0670 800 9000, oder Sie spielen ganz einfach mit im Internet auf oe24.at. Und falls Sie jetzt mitspielen und vielleicht eine richtige Antwort abgeben, dann sind Sie im großen Pott mit dabei, aus dem heute Abend gezogen wird. Um 20 Uhr heißt es dann unbedingt nicht nur OE24 TV zu schauen, sondern auch das Handy in Griffweite zu haben. Denn Sie werden in der großen News-Show heute über den Tagessieg informiert und da winkt bereits ein kleiner Goldbarren im Wert von knapp 300 Euro. Die Frage zum Glück lautet in dieser Stunde, wie heißt das größte Organ des menschlichen Körpers? Ist das A, das Herz? Ist das B, die Leber? Ist das C, die Haut oder doch D, das Gehirn? Vielleicht ist es beim einen oder anderen doch etwas anderes, aber ich bin mir sicher,
Spätestens mit der Hilfe eines Jokers können Sie diese Frage auch richtig beantworten. Und es ist nicht nur besonders schön, dass auch dem heutigen Tagessieger ein kleiner Goldbarren im Wert von knapp 300 Euro winkt. Besonders schön ist vor allem, damit ist auch jeder Sieger des Tages, jeder Tagessieger auch automatisch qualifiziert für unser großes Finale. Das findet am 14. und 15. Oktober auf OE24 TV statt. Und da geht es um richtig viel, nämlich um einen halben Kilogramm puren Goldes. Filoro hat diesen Goldbarren bereits für Sie vorbereitet. Der liegt im Tresor und jetzt heißt es für Sie nur noch mitzumachen. Denn wenn Sie nicht mitmachen, dann lässt das Glück bestimmt sehr, sehr lange auf sich warten. Also, wenn Sie diese Frage nicht beantworten können, keine Sorge, jede Stunde gibt es eine neue. Allerdings, je mehr Antworten Sie auch richtig abgeben, desto größer auch die Chance, am heutigen Abend als Tagessieger oder als Tagessiegerin hervorzugehen. Und wir gehen jetzt in eine kurze Werbepause, sind dann aber gleich mit den wichtigsten Nachrichten zu diesem heutigen Montag wieder für Sie da und sind auch nicht böse, wenn Sie jetzt vielleicht den ein oder anderen Joker zur Hilfe nehmen, um die Antwort auch richtig zu geben.